Transsexuelle Menschen sind aktuell eine der schlecht repräsentiertesten Minderheiten auf dieser Welt. Und ganz klar die schlecht repräsentierteste Minderheit in der LGBT-Szene, die mehr Fragen aufwirft, als sie Außenstehenden, die das alles nur verstehen wollen, Antworten liefern. Es wurden noch nie so hohe Zahlen gemessen an Überweisungen an Endokrinologen und Empfehlungsschreiben ausgestellt für eine Hormontherapie wie jetzt. Diese Zahlen wurden noch nie so hoch gemessen. Es dokumentieren auch mehr Menschen als je zuvor, dass sie diesen Schritt bereuen, diesen Weg bereuen und dass sie auch von anderen Menschen falsch beeinflusst wurden, diesen Schritt zu gehen. Es gibt Dutzende Menschen, die es als eine Trendbewegung sehen, die sich nur anschließen, weil sie glauben, sie kriegen dadurch mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuneigung. Und auf der anderen Seite gibt es Männer, die den transsexuellen Weg als Hilfsmittel nutzen, um an Frauen zu kommen, was sie vor Diskriminierung und Ablehnung schützen soll. Linden, du bist Single, perfekt. Dann schreib mich doch mal an. Vielleicht finden wir ja gemeinsam, vielleicht finden wir irgendwas, was uns gemeinsam gefällt. Stina auch Single, perfekt. So einen krassen Fall wie jetzt hier in dem Video habe ich, glaube ich, noch nie wirklich mitbekommen. Vielleicht Chris Chan oder Jessica Yaniv aus den USA, obwohl ich das nicht mal wirklich vergleichbar finde mit dem, über was wir heute hier sprechen werden, weil. Liebe Frauen, wenn er Single ist, der soll sich am besten bei mir melden. Ich bin genau die richtige Adresse für einen unterhaltsamen, romantischen, humorvollen Abend bei mir. Frauen können mir gerne Anfragen schicken oder Nachrichten. Die von Männern ignoriere ich. Oh, cool, Stina. Ich wusste gar nicht, dass du aus der Gegend bist. Ich weiß jetzt nicht, Stina Schäfer, ob wir in Kontakt stehen, aber du kannst mir ja eine Anfrage schicken mit der Nachricht. Einige von euch haben ja bestimmt das Video gesehen, was ich gestern hochgeladen habe, bezüglich Penelope Frank und dem Klimaaktivismus. Und ich habe ja auch in dem Video ein bisschen über diesen Blog-Eintrag gesprochen, wusste aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was diese Person wirklich tut und wer diese Person wirklich ist. Bis einige von euch mir geschrieben haben und mich aufgeklärt haben, ich habe die letzten 24 Stunden kein Auge zugedrückt, sondern mich nur informiert und Informationen gesammelt und bin dann zum Entschluss gekommen, dass diese Person höchst gefährlich ist für Frauen. Und deswegen ist es mir auch unfassbar wichtig, dass wir heute über diesen Menschen reden und andere vor diesem Menschen warnen. Ich bin eine transsexuelle Frau, ja, wenn ihr lesen könnt. Nee, müsste ich nicht suchen, einen Mann. Gibt ja auch Lesben. Bisexuelle, ich meine jetzt bei Frauen. In dem Fall ein Mann, der übergriffig an Frauen ist. Man muss die Öffentlichkeit vor so einem Menschen warnen und das werde ich immer tun. Es ist nicht meine Aufgabe, diesen Menschen zu therapieren, ihm zu helfen. Meine Aufgabe mit diesem Video ist es, andere Frauen vor diesem Menschen, vor diesem Mann zu warnen. Punkt. Also, fangen wir jetzt ganz von vorne an. Wer ist Penelope Frank? Who is that? Patrick ist 31 Jahre alt und war früher in mehreren Pflegefamilien und ist seitdem auch mehrmals umgezogen. Und seit knapp 2 Jahren lebt er jetzt in Heidelberg. Und da ging die Sache dann richtig los. Aber auch davor schon hat er sich auf diversen Plattformen angemeldet und auch auf Facebook viel, viel gelivestreamt für Stunden, über Stunden, über Stunden mit dem Ziel, Frauen kennenzulernen in seiner Umgebung. Transgirl, Single, lesbisch, Unternehmerin, starke Persönlichkeit. Liebe Girls, jemand aus Heidelberg oder Mannheim, welche unter anderem zu Ostern Ablenkung sucht, ob Radtour, Wandern, Chillen, Kuscheln oder neue Erfahrungen mit einer Transfrau sammeln wollen, bin für alles zu haben. Single, nur für Frauen zu haben, transsexuell, Nähe Koblenz bzw. aus dem Hunsrück. Intolerante Ärgern, was denn sonst? Transsexuelle Frau, Single, 27, Koblenz. Gerne altmodisch und daher gerne Beziehung und Kinder mit einer potenziellen Partnerin. An nur Frauen, was würdest du am liebsten mit mir machen, wenn ich ja sage? Einfach mit der Nummer kommentieren. Gute Nacht für die meisten, guten Morgen für die wenigen Frühersteher und guten Start. Das lesbische Transgirl und noch Single. Aus Hunsrück, Nähe Koblenz, transsexuell, stehe auf Frauen, Katzenbesitzerin von Minimi.
Weil manche Intolerante sowas nicht gerne lesen, sage ich es nun extra öfter hier. Transsexuelle Frau, lesbisch, Single, 27, stolz sein eigenes Leben zu leben. Bevor wir jetzt mehr eintauchen in diese ganzen Profile, die diese Person erstellt hat und was diese Person hinter geschlossenen Türen macht online, sprechen wir jetzt aber erstmal über Erfahrungsberichte mit Patrick. Also, diese Person schreibt mir: Hey Lynn, kenne Penelope persönlich. Aus meiner Sicht ist sie eine sehr, sehr einsame Person, die auf der Welt niemanden hat. Keine Familie, keinen einzigen guten Freund. Durch die Einsamkeit leidet sie unter Depressionen und ich schätze sie so ein, dass sie den Aktivismus dafür nutzt, um unter Menschen zu kommen, eine Art Zugehörigkeit zu fühlen, etc. Ich weiß nicht, ob du sie auf Instagram verfolgst, aber da kamen schon einige verstörende Stories, die auch zum Teil extrem übergriffig gegenüber Frauen waren. Auch als ich sie mal getroffen habe, kam sie mir aus dem Nichts körperlich zu nahe und als ich ihr das sagte, begründet sie das mit ihrer Einsamkeit. Meiner Meinung nach besteht da ein gewisses Risiko. Hier jetzt eine andere Nachricht. Hallo Lynn, als Mutter eines behinderten Teenagers muss ich dir noch etwas zum Autismus schreiben. Bei P ist dieser nie offiziell diagnostiziert worden. Sie hat selbst mal gepostet, dass sie etwas dazu gelesen hat und das auf ihn passen würde. Er ist also keine diagnostizierte Autistin. Außerdem wurde P schon mehrfach übergriffig gegenüber Frauen. Es gab auch einen Vorfall, bei dem P eine betrunkene Frau von einer Disco, in der P arbeitete, nach Hause brachte. Danach wurde er entlassen. Vor 2 Jahren war P ständig in einem Café und bestand darauf, in die Frauentoilette zu gehen. Hier bekam P irgendwann Hausverbot. Der Knaller war aber, als P vor einiger Zeit obdachlos wurde und nur ins Frauenhaus wollte. Ich war vor 10 Jahren selbst im Frauenhaus mit meinem Sohn. Ich kann also nachempfinden, wie man sich hier fühlt. P war kurz mit einer Frau in einem Zimmer und musste hier auch ganz schnell wieder gehen. Hier schreibt er in den Telegram-Chat, wie gern ich wieder Sex mit einer Frau hätte. Glaube, über ein Jahr ist es schon her. Der letzte gute Sex sogar circa 3 Jahre. Und wisst ihr was? Desto öfter ich meine Zeit mache, umso mehr wünschte ich es mit einer Frau. Ich biete sogar in meiner Dienstleistungen speziell an Frauen, welche fast nichts dafür zahlen müssen. Mein letzter Gedanke, spezielle Angebote an Studentinnen, 95% Rabatt. Nur weiß ich nicht, ob der Plan aufgehen wird. Ich weiß natürlich, dass Frauen das ganze Rahmenprogramm entspannen, Unternehmen und tolle Zeit mit jemandem haben, für das brauchen. Was würde euch reichen, damit ihr eine Transfrau mit P buchen würdet? Er fragt ja hier, was kann ich noch machen? Weil ich weiß aus meinen eigenen Lebenserfahrungen, dass Frauen eher emotionalere Wesen sind. Die wollen nicht nur und sind nicht nur triebgesteuert, sondern die wollen auch was unternehmen und Intimmomente haben. Wie genau kann ich jetzt vorgehen, um das von einer Frau zu kriegen? Und das verrät uns so viel über Patrick. Weil Patrick ist nichts weiter als ein triebgesteuerter Mann, der mit seinen Trieben nicht wirklich umgehen kann. Nimmt Patrick denn überhaupt schon Hormone? Weil würde er Hormone nehmen, dann wäre er ja gar nicht so. Tatsächlich, Leute, wurden Patrick Hormone verschrieben. Östrogene und Androkur. Meine Vermutung ist es aber, dass er die Hormone abgesetzt hat. Also vor allem das Androkur, die Testosteronblocker, weil sonst wäre er nicht so triebgesteuert. Hier hat er auch ein Bild gepostet, ne, wo er darüber schreibt und auch sein Brustwachstum dokumentiert. Und ihr stellt euch jetzt vielleicht auch die gleiche Frage wie ich. Welcher Psychologe hat ihn diagnostiziert und welcher Endokrinologe hat ihm diese Hormone verabreicht? Hier ist jetzt ein Clip von Patrick, wo er über seine Transsexualität spricht und darüber berichtet, wie er das genau gemerkt haben soll. Indem man merkt, dass man halt sich wie eine Frau fühlt und sich auch wie eine Frau teilweise oder ganz verhält. Die Tatsache, dass irgendein Psychologe und irgendein Endokrinologe ihm diese Rezepte ausstellt, ist so ein Armutszeugnis für dieses Land, Leute. Ihr wollt mir doch nicht wirklich sagen, dass ein gebildeter Psychologe diesen Menschen sieht, dem Menschen gegenübertritt und mit diesem Menschen spricht. Ja, ich lasse mich umoperieren. Nee, ich habe noch keine echte Brüste. Und nicht feststellt, dass diese Person nicht transsexuell ist, sondern dass es hier um einen klaren Fall von Autogynephilie geht. Das bedeutet halt, dass Männer sich als Frau sehen, weil ihnen die sexuelle Vorstellung gefällt, als Frau eine andere Frau, also mit dieser Frau dann Sex zu haben, so lesbischen Sex zu haben. Und
Patrick redet über nichts anderes, außer dass er eine Lesbe ist und eine lesbische Partnerin sucht. Wegen der Frau, Sex halt. Wegen Kinder. Und er hat halt eine besondere geile Form. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen. Die Bezeichnung, die ich nenne, ist korrekt: Bananenform. Allgemein gelte ich als humorvoll und ja, romantisch, nett. Hier sind jetzt ein paar Screenshots aus dem Chat mit Penelope. Und zwar, Carolina stellt dir die Frage, bist du lieber top oder bottom? Penelope antwortet darauf, bei Frauen beides, bei Männern top. Hier schreibt er auch noch, stehe sonst bei Frauen auf B. Ich finde, das verrät uns hier auch einiges, dass er bei Frauen, dass er es gern hat, nur mit Frauen BDSM so zu machen, bei Männern aber weniger. Hier am 15. April 2022 dieses Jahr schreibt er, wie soll ich im Netz Frauen zum Treffen überreden, in Klammern überzeugen, beziehungsweise dass ich mehr reale Treffen erreiche. Sexuell bin ich ja sehr erfahren, aber auf diese Tour schreckt man doch mega ab. Oder ist diese direkte Angeberart manchmal besser? Frage mich, wie andere so erfolgreich sind, Leute. Und das ist einfach ein Mann, der sich in so viele linke Gruppen aufhält, mit irgendwelchen Klimaaktivisten und auch einen Verein gegründet hat, welches Heidel Queer heißt, eine LGBT-Organisation, die den eigenen Platz laufen auf dem CSD in Heidelberg und so, okay? Diese Person fragt, wie kann ich Frauen überreden, mit mir zu schlafen? Welche Masche zieht am besten? Also, und das noch alles gedeckt als Transfrau. Weil nur als Transfrau denkt er oder weiß er, dass er näher an Frauen kommt, als wenn er einfach nur sagt, dass er ein Mann ist. Und das sagt so viel aus, Leute. Und ich raste hier gleich wieder aus, deswegen let me chill for a second. Bezüglich diesem Heidel-Queer-Verein in Heidelberg habe ich auch folgenden Artikel gefunden. Penelope Frank, die Gründerin der Initiative Heidel-Queer, hat am Samstagnachmittag die erste Pride-Demo auf dem Heidelberger Uniplatz mit rund 140 Teilnehmenden auch ohne Rad gestartet. Leute, diese Person ist extrem integriert in die Stadt Heidelberg und es ist einfach gottverdammt nochmal scary. Okay, und alle Artikel, über die ich heute hier rede, werden auch verlinkt in meiner Bio, by the way. Hier wird Penelope vorgestellt als Bloggerin und Bloggerin. Und hier steht auch, als Klimaaktivistin kann ich dann nur auf die Barrikaden gehen. Deshalb setze ich mich beim Rattenscheid für eine bessere, zeitige Radpolitik ein. Du hast es nicht verdient, dich für irgendwas einzusetzen in der Öffentlichkeit. Schon gar nicht getarnt als Transfrau. Kommen wir jetzt mal zu der ganzen Facebook-Sache. Und das war auch noch alles, bevor Patrick nach Heidelberg gezogen ist, weil dann fing die ganze Sache richtig an. Aber jetzt kommen wir noch mal zu den harmloseren Dingen. Also, wer von den deutschen, kurdischen, türkischen Single-Frauen sind so altmodisch und zugleich modern wie ich als Trans-Girl? In Klammern, unten nicht umoperiert, um zeugungsfähig zu sein und wegen. Hier aber ein Dating-Profil, welches mir jemand geschickt hat, steht etwas komplett anderes. Und zwar beschreibt sich hier Patrick als transsexuell, in Klammern post-op, also als hätte er die OP schon gehabt. Unter anderem steht da auch, über 500 Nachrichten bisher verschickt und das hat zuletzt am 17.07.2022 online war. Oh Gott, okay. Er ist noch sehr aktiv ja, dort. Kommen wir aber mal zu der ganzen Heidelberg-Geschichte. Und zwar ist Patrick am 19. März 2020 nach Heidelberg erfolgreich umgezogen. In meinem letzten Video habe ich euch ja auch ein Video gezeigt, wo er ein bisschen davon erzählt, dass er keinen Erfolg hatte bei der Wohnungssuche. Dann aber habe ich das hier gefunden, Leute. Das wurde auf seinem Blog veröffentlicht, allaboutpenelope.de, bevor er nach Heidelberg gezogen ist. Und hier schreibt er, dass er eine WG sucht, aber bevorzugt nur mit Frauen dort zu leben. Okay? Nur Frauen. Und selbstverständlich kommt er damit davon, weil er sich als Frau vorstellt, lange Haare hat. Und das war's. Und einfach vorgibt, dass er trans ist. Und jeder, der nicht mit ihm zusammenleben möchte, ist transphob. Wie er hier in seinem Video erzählt. Diskriminierung auf den Heidelberger Wohnungsraum.
in diesen Stellenausschreibungen oder wie nennt man das nochmal, WG gesucht, diese Anfragen, die er geschickt hat, hat er unter anderem auch geschrieben, dass er selbstständig ist und ein erfolgreicher Blogger und Autor ist und wie auch immer, aber den Rest durch Sozialleistungen erhält und deswegen die Miete immer safe pünktlich kommt, wo ich mir auch dachte so, hä? Aber das ist natürlich auch total sozial akzeptiert und hip, weil man kann ja sagen, dass man Sexworkerin ist und das gehört ja akzeptiert und er ist eine Frau und deswegen entscheidet er das selber und Freigeist und whatever. Also merkt ihr, wie krank das ist, Leute. In Heidelberg hat er sich dann vielen verschiedenen Organisationen angeschlossen und Projekten, vor allem klimaaktivistisch und auch gegen Lebensmittelverschwendung hat er sich eingesetzt und einige Blog-Einträge da verfasst, die auch veröffentlicht wurden auf diesem Website. Leute, by the way, diese ganzen Bilder von ihm, ne? Also er hat auf jedem Bild dieses rote Bettlaken mit diesem riesigen Loch da. Also ich will einfach nur ihm ein neues Bettlaken spenden, Alter. Das ist so krank. Also es triggert mich einfach. Ugh. Ja, als er nach Heidelberg gezogen ist, fingen dann wirklich sehr verstörende Streams an. Also sehr, sehr verstörende Streams. Transgender sucht Anschluss in Klammern Frauen in Heidelberg. Also Anschluss finden heißt Frauen klären, okay. War am Bodensee in Westallgäu sehr schön gewesen und vielleicht mein zukünftiger Wohnsitz. Welche Frauen sind aus dieser Gegend und Single? Transgender aus Heidelberg, Single und stehe auf Frauen. Kleiderschau von mir als Transfrau. Girl, bye. Transgender aus Heidelberg. Ziel, Date mit Frau. Aus Heidelberg, selbstbewusste Transfrau, sucht Freundinnen. Chillen, Filmabend, Radwandertouren oder Abenteuer mit mir. Wo sind denn die bisexuellen Frauen aus Heidelberg und Mannheim? Durch diese Livestreams hat er auch gewisse Kontakte geknüpft mit Frauen und hat einigen Frauen dann ungefragt Bilder geschickt. Und Leute, das sind nicht irgendwelche Bilder, das sind full-on, ja, Videos, wo er sich befriedigt, was wir alle wissen, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, seine sexuelle Fantasie ist, aber er hat einfach Frauen, die nicht danach gefragt haben, solche Videos geschickt. Ja, und viele, viele Bilder, die ich euch jetzt hier auf jeden Fall nicht zeigen werde, aber absolut furchtbar. Also ich bin wirklich sprachlos. Mir wurde jetzt auch gerade etwas aus seiner Story zugeschickt. Und zwar sammelt er aktuell Spenden. Er will 140 Euro sammeln und sagt hier, als Klimaaktivistin benötige ich leider ein bisschen finanzielle Hilfe. Ich bin schon in der dritten Aktionswoche bei der Klimabewegung Letzte Generation in Berlin und konnte deshalb in dieser Zeit kein Geld verdienen. Bla 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 bla. Patrick behindert jetzt seit vielen, vielen Tagen in Berlin den Verkehr und hält Menschen davon ab, pünktlich zu ihrer Arbeit zu kommen. Arbeitet in dieser Zeit nicht und versucht jetzt Spenden zu sammeln dafür, dass er nicht in der Zeit gearbeitet hat, weil er daran beschäftigt war, andere Menschen davon abzuhalten, arbeiten zu gehen. Habe ich das richtig verstanden? Ich hoffe, ich konnte dieses Video möglichst strukturiert halten und es gut für euch zusammenfassen. Es gibt sicherlich noch viele andere Männer, die auch so orientiert sind wie Patrick und diesen Weg für sich entdeckt haben. Und überlegt euch jetzt einfach mal mit dem kommenden Selbstbestimmungsgesetz, wie das ausgeht. Also mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz, Freunde, und das müssen wir jetzt hier auch nochmal ganz klarstellen, okay? Darf er, Patrick, in Frauentoiletten, Frauenumkleiden, alles, in diese Frauenräume darf er eindringen. Und man darf ihm nicht sagen, er darf es nicht, einfach nur, weil er von sich selbst aus sagt, dass er eine Frau ist. Und genau aus diesem Grund, weil es diese Einzelfälle gibt, darf das so natürlich nicht funktionieren. Ja, Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch ganz, ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao. We'll be right back.